So, liebe Leute, es ist wirklich unfassbar. Chapter 999 ist draußen und wir kriegen so viele Sachen enthüllt, die nicht mal in den vorherigen Spoilern standen. Und es könnte sein, dass nächste Woche die Bombe platzt. Kapitel 1000. Es könnte sein, dass wir dort enthüllt kriegen, was das die bedeutet. Wieso und warum, erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, dann würde ich mich echt freuen. Und schon mal vorweg, Sonntag gibt es den Chapter-Stream zu dem Kapitel plus einen Twitch-Stream, der wieder ein bisschen länger wird, wo ich mich aber auch schon drauf freue. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los, liebe Leute. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Los geht's. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also ich würde sagen, wir fangen direkt an. Für alle, die sich wundern, warum jetzt noch ein Video kommt, ich musste einfach zu den wichtigen Chaptern wie 999 und auch Chapter 1000, da muss eine einzelne Review auch noch kommen, weil dieses Kapitel jetzt ist alleine schon Chapter 1000 würdig, was da enthüllt wird, was gesagt wird, was passiert. Denn es geht direkt los mit dem Flashback von Yamato und Ace, wie die beiden sich kennengelernt haben. Man sieht die beiden kämpfen direkt auf Onigashima, denn Ace ist jetzt da und wir erfahren auch am Ende des Chapters, warum er da ist. Er sagt es zwar schon gleich, dass er Kaidos Kopf will, aber eigentlich ist das Motiv von Ace noch viel ehrenwerter. Aber Kaido ist ja gerade nicht anwesend auf Onigashima, wo Ace da war, weil er gerade mit seinen ganzen Leuten auf hoher See ist. Ace wollte nur Kinder befreien, die dort auf Onigashima festgehalten werden und fragt sich dann auch, wie kann jemand wie Yamato so stark sein, aber nicht mal Captain sein? Nachdem er dann die Handschellen sieht von Yamato, wollte Ace halt noch viel doller gegen Yamato kämpfen, was die beiden dann auch machen, weil Yamato einfach langweilig ist. Sie denkt sich, okay, komm, ihr habt die ganze Insel hier schon zerstört, lasst uns hier noch ein bisschen kämpfen. Sie nimmt das Ganze gar nicht ernst. Das untermalt nochmal, wie stark Yamato eigentlich wirklich ist. Und in dem Kampf selbst kommt der krasse Twist eigentlich. Ace sieht halt die Handschellen und sagt halt, du kannst dir deine Eltern nicht aussuchen, deinen Vater in dem Fall. Aber warum ist dein Herz auch gebunden? Nicht nur deine Hände, sondern warum ist dein Herz auch an deinem Vater so gebunden, dass du hier alles ausführst, nur weil Kaido das so will? Und daraufhin zerstört Yamato direkt diese riesenlange Drachenfigur, die über dem Tori-Gate, über diesem komischen roten Tor, den Eingang verziert hat. Das ist die Figur, die Statue, die auch kaputt gegangen ist, die wir im letzten Chapter schon gesehen haben. Die hat Yamato eigentlich kaputt gemacht. Und dann sagt sie es auch, es kommt aus ihr raus, sie will frei sein, sie will wie Oden leben. Sie sagt es dann auch zu Ace, der sie dann anlächelt. Es ist cool. Es ist ein richtig geiler Flashback, Leute. Was alles aber wirklich gar nichts ist im Vergleich zu dem, was gleich kommt. Die beiden unterhalten sich dann auch über gefährliche Leute in den verschiedenen Blues. Einmal über Kid, über Law im North Blue, über Capone Badge im West Blue. Und dann kommt's. Ace redet natürlich auch über Ruffy. Er sagt, der gefährlichste von allen wird erst in ein paar Jahren lossegeln. So, er weiß es schon, bevor Ruffy überhaupt losgesegelt ist, dass Ruffy einer der krassesten aller Zeiten wird. Das weiß Ace einfach schon und sagt es sogar Yamato. Komisch fand ich, dass kurz Kevin auch noch angesprochen wird. Der ist ja eine Generation nach Ruffy sozusagen auf Sabo Orochipel angekommen. Und der große Plot-Twist, Ace hat Kaido nie getroffen. Genau, Leute, so ist es. Ace hat Kaido nie getroffen. Diese Statue, wurde dann gesagt, hat Ace zerstört. Also Ace hat gesagt zu Yamato, sag, dass ich die zerstört habe und dass ich zurückkomme und das jetzt nur als Warnung gelten soll. Erstmal die zerstörte Statue. Aber Ace ist halt nie zurückgekehrt. Was er bestimmt getan hätte jetzt in dem Zeitraum schon. Dann geht's weiter in die Gegenwart und Yamato enthüllt halt in dem Gespräch, sie sagt, erzählt ja gerade alles sozusagen Momo, weil die ja vor der zerstörten Statue in der Gegenwart stehen, sagt sie dann auch, ich bin Kaidos Tochter. So, und daraufhin fallen die erstmal aus allen Wolken natürlich. Und dann fragen die sich auch, warum erzählst du uns die ganze Geschichte von Ace jetzt so? Der ist vor 2 Jahren gestorben, sagt dann Yamato. Sie weiß es also schon. Und sie sagt dann aber noch, Ace was, also Ace war, Punkt, Punkt, Punkt. Und die Enthüllung, was Ace war, kommt dann später. Wir wissen es natürlich schon, wer Ace war. Dann springt es erstmal zu Otama und Nami. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das ein Gespräch zwischen den zwei sein wird, was mich auch so interessiert, beziehungsweise was so interessant ist. Denn Otama sagt auch, sie hat die ganze Zeit dran geglaubt, dass Ace wiederkommt. So, sie wartet ja auch auf Ace. Ganz am Anfang, jetzt kommt es nämlich, in der zweiten oder dritten Folge, sprich im zweiten oder dritten Chapter in Wano Kuni, kam ja auch das Gespräch zwischen Otama und Ruffy, wo sie gesagt hat, sie wartet auf Ace und Ruffy hat einfach ganz kalt zu ihr gesagt, du brauchst nicht warten, er wird nicht mehr kommen. So, einfach ganz kalt, ohne Erklärung. So, wo man sich als auch Leser oder als Zuschauer auch gewünscht hat, erklär doch wenigstens, dass du der Bruder bist, dass er gestorben ist, so. Aber Ruffy wollte halt die Nachricht nicht überbringen, wusste halt nicht, wie er sich ausdrücken soll und war dann eher so ein bisschen kalt, hat gesagt, warte nicht. Und jetzt kommt erst die Auflösung dazu, was richtig krass ist eigentlich, weil das war nur ein kleiner Nebensatz, ein kleines Geschehen. Und Otama sagt hier, wie gesagt, Nami gerade, dass Ruffy damals ein bisschen übersensitiv darauf reagiert hat irgendwie, aber ganz komisch war. Und Nami sagt dann halt, das war ein ziemlich schmerzvoller Vorfall, auch für Ruffy. Und dann kommt ein Cut. Und dieser Cut, das jetzt nicht direkt gesagt wird von Nami, dass Ruffy der Bruder von Ace ist, ist aber richtig gut gesetzt. Weil eben hatten wir Momo, der einfach so offen zurückgelassen wurde über die Erklärung von Ace. Und jetzt wird das gleiche mit Otama gemacht über die Erklärung von Ruffy. Wir kriegen jetzt aber erstmal
erstmal einen Schwenker zum Hauptplatz sozusagen. Und wir sehen, dass die Leute sogar Marco verschonen, weil er, wie gesagt, ja die auch gerettet hat mit der Flamme. Alle sind irgendwie hinter Marco her, der aber nur ruft zu Nico, Robin und zu Brooke, dass die sich verstecken sollen. Die sollen ins Schloss laufen. Gerade auch Robin spielt noch eine wichtige Rolle in dem Kapitel. Sie soll unbedingt in Sicherheit sein. Alle greifen Marco an, keiner kann ihn aber irgendwie verwunden natürlich. Daraufhin verwandelt er sich auch komplett zum Phönix, was einfach gut aussieht. Das sieht so krass aus. Und er packt wirklich Zorro. Man sieht es jetzt hier. Das, was wir uns immer gewünscht haben, passiert gerade. Also er nimmt Zorro wirklich und will ihn einfach hochfliegen, was Queen aber direkt sieht. Aber wir kriegen dann ein Flashback von Marco. Wie er Zorro gerade nach oben fliegt, kriegt er so seine Flashbacks, seine Erinnerungen zurück zu seiner Zeit, als Whitebeard noch gelebt hat. Wir kriegen den Flashback nämlich, wo Whitebeard sagt zu Ace, wer den Posten als zweiter Divisionskommandant vor ihm hatte, vor Ace. Ace ist ja der zweite Divisionskommandant bei Whitebeard immer gewesen. Und es war einfach Oden, Leute. Wir haben es jetzt ja schon immer gedacht, aber jetzt haben wir nochmal die Bestätigung offiziell hier in dem Chapter, dass Oden den Posten des zweiten Divisionskommandanten hatte. Einfach geil. Und von Iso erfahren wir jetzt auch, die Whitebeard-Piraten haben erst nach Odens Tod, erst Jahre später haben die erfahren, dass er gestorben ist, Leute. Die haben erst ganz spät das erfahren. Deswegen haben sie letztendlich ihn auch nicht gerettet oder so. Sie haben es erst viel später erfahren. Und Marco sagt dann auch, sie haben schon so oft darüber nachgedacht, da einzusegeln und da einfach mal richtig Randau zu machen. Aber es bringt ja nichts mehr. Er ist tot. Dieser Racheakt würde nur viele Verluste noch mit sich ziehen, auch auf Whitebeards Seite. Und das Krasse ist, Marco isst da gerade eine Ananas, Leute. Das hätte ich ja niemals gedacht. Der Ananaskopf ist selbst eine Ananas in dem Chapter. Es ist wirklich wieder ein geiler Flashback mit Whitebeard, wo Ace dann aber auch sagt, lass mich zurück. Ich habe ein Versprechen gemacht. Er will zurück nach Wano. Also war er zu diesem Zeitpunkt schon auf Wano. Ace sagte, wie gesagt, ganz frech, dass er einfach Kaido dann besiegen will und Oden rächen will. Aber Whitebeard ist halt sauer deswegen. Also er ist ein bisschen Comedy-mäßig aggressiv gegenüber Ace dann gestimmt, weil er das, wie gesagt, respektlos findet, dass er einfach so redet, als könnte er den Mann besiegen, der Kozuki Oden besiegt hat. Da würde Ace sich ja direkt schon über Oden stellen. Nur, dass er sagt, er würde Kaido da besiegen. Und selbst in diesem Flashback sieht man Blackbeard, der aber nur sagt, dass Ace das nur machen will, um halt einen großen Namen wie Kaido halt zu besiegen. Nur, um sich halt einen Namen zu machen. Das nimmt halt Blackbeard an. Aber Iso und Marco sind halt auch direkt bereit, mit Ace mitzukommen. Sie sagen das sogar. Also sie sind auch bereit, direkt für Oden, also für Odens Rache eigentlich ja nur, in den Krieg gegen Kaido zu ziehen. Das war da aber schon eine Riesenentscheidung und Whitebeard hat dem halt nicht zugestimmt. Und es ist ja auch nie wieder dazu gekommen. Ace ist ja nie wieder zurückgekehrt nach Wano. Und dann schwindet langsam der Flashback. Es war halt, wie gesagt, die ganze Zeit nur in Marcos Kopf, dieses Gespräch. Und man sieht Marco als Phönix hochfliegen, mit sogar so einer kleinen Träne noch im Auge, weil er sich gerade erinnert. Das ist einfach geil, Leute. Aber es war klar, dass Marco mit Zorro zusammen nicht einfach so nach oben kommt, so leicht. Denn King verwandelt sich in seine Pteranodon-Form, stellt sich vor die und Queen auch in seiner Brachiosaurus-Form. Und die beiden sagen auch, es sind alle Samurais oben wahrscheinlich schon tot. Das Einzige, was noch getötet werden muss, ist der Kozuki Odens Sohn. Also sprich Momo. Der muss noch umgebracht werden. So reden die schon. Und krass ist, jetzt sehen wir auch mal, dass Queen aus dem Mund, aus dem Maul in seiner Brachiosaurus-Form so komische MGs hat und damit schießen kann. Also hat er sich das reinbauen lassen, weil er ist ja auch so ein bisschen mechanisch. Also ist er auch ein halber Cyborg. Auf jeden Fall cool zu sehen. Und Marco sagt dann auch, ihr dürft euch nicht in Sicherheit wiegen. Ihr kämpft hier gerade gegen die neue Generation. Fast die komplette neue Generation. Die krassen davon sind alle hier. Und dann kommt die Enthüllung, Leute, von dem, was ich eben erzählt habe. Wir sehen Otama, die sagt, oder die verwundert ist darüber, dass Ruffy der kleine Bruder von Ace ist. Jetzt erfährt sie es erst. Und jetzt weiß sie auch, warum Ruffy so zu ihr war. So ein bisschen kalt. Und im anderen Atemzug sehen wir dann direkt Momo, wie der sich auch wundert, dass, was Yamato zu ihm sagt, und zwar, dass Ace der Sohn von Gold Roger ist. Was ja einfach geisteskrank ist, weil Momo kannte Gold Roger. Und jetzt kommt die Überenthüllung. Yamato weiß über Ruffy, dass er ein D im Namen hat. Und im nächsten Atemzug guckt sie auf das Logbuch von Oden. Sie hält es in der Hand, Leute. Sie hat es in der Hand und sie wird, wie es scheint, was daraus vorlesen. Also erstmal der Fakt, dass sie das Logbuch immer bei sich hat, Leute. Wie krass ist das, bitteschön. Da steht so vieles drin. Da steht die Enthüllung vielleicht drin, was sogar auf Raftel war, was das One Piece sozusagen ist, was da gefunden wurde. Und wenn sie schon auf das Buch guckt und über Ruffy redet, dass er ein D im Namen hat, dann wird da wahrscheinlich auch drinstehen, was das D bedeutet. Und vielleicht, ganz vielleicht, ist nächste Woche das eine Enthüllung. Sprich, Chapter 1000, die Enthüllung, was das D bedeutet, wenigstens der Name. Und kurz davor hat sie noch davon geredet, dass Ruffy oder einige Piraten ganz selten sind, wie ein Stern im Himmel sozusagen. Und genau diesen habt ihr hierher gebracht, genau Ruffy. Und der hat noch ein D im Namen. Vielleicht enthüllt sie das und wir kriegen nächste Woche wirklich dann den Namen von dem, was das D bedeutet. Vielleicht ist es wirklich Dawn, sprich Dämmerung, weil Ruffy ja sozusagen auch den Sonnenaufgang bringt. So wird es ja oft immer gesagt in One Piece. So, dann kriegen wir aber erstmal einen Cut, Leute. Also nächste Woche wird einfach geisteskrank. Wir kriegen einen Cut auf das Dach sozusagen.
sozusagen, wo Kaido und Big Mom sind. Und wir sehen dort Zeus und Prometheus, die sich erstmal schön satt essen, sprich, die sind 100% aufgeladen. Big Mom ist also zu 100% ready und zu 100% stark. Sie ist ja 0% irgendwie angeschwächt oder so. Sie ist ja wirklich voll regeneriert, genau wie Kaido. Denn diese ganzen kleinen Verwundungen, diese Schnitte und so haben ihn nichts ausgemacht. Und das Erste, was Big Mom sagt, ist auch so, dass der Strohhut noch nicht hier ist. Also die beiden sitzen da, das muss man sich mal reinziehen. Die beiden Kaiser sitzen dort oben. Es sieht einfach geisteskrank aus und sie sagt, dass Ruffy noch nicht hier ist. Also sie beide wissen schon, Ruffy wird gleich hier sein. Die sind sich schon zu 100% sicher. Da frage ich mich, ist das jetzt schon eine Art von Haki oder ist das nur so eine Intuition, was die beiden fühlen? Wie dem auch sei, Big Mom sagt dann auch nochmal, dass Nico Robin am Leben bleiben muss. Und daraufhin sagt Kaido, weil er schon weiß sofort, dass Nico Robin die Pornoglyphen lesen kann, das weiß Kaido schon. Er stellt dann sofort die Gegenfrage, was denn mit dem dreieugigen Mädchen ist. Und daraufhin sagt Big Mom nur, dass sie nicht warten kann noch, bis sie ihr drittes Auge erwacht. Sie will so lange nicht mehr warten. Und das wird mir schon fast ein bisschen zu oft erwähnt mit Pudding, dass das nicht mehr noch eine Rolle spielt. Das spielt safe noch eine Rolle mit dem Drei-Augen-Stamm und dem Erwachen irgendwie. Das wird irgendwann nochmal zum Tragen kommen. Ich frage mich nur, wann. Big Mom fragt dann, wohin Kaido überhaupt diese Insel jetzt packen will, weil die an der Luft gerade schwebt. Und er will sie wirklich mitten in die Hauptstadt auf das Schloss setzen, was ja immer noch so ein bisschen für den Kozuki-Clan steht. Und genau das, was sie auch vermutet haben, passiert oder wird passieren, wie es scheint. Big Mom sagt auch, es ist doch gerade das Festival mitten in der Stadt. Da werden viele sterben. Sie sagt sogar, es werden viele sterben und es ist Kaido einfach egal. Es ist ihm einfach scheißegal, sagt er sogar. Deswegen muss auch dieser Drop von Onigashima in die Hauptstadt unbedingt verhindert werden. Und es wird dann auch irgendwie verhindert. Da werden ja Hunderte, Tausende von sterben. Und dann kommt noch eine krasse Enthüllung. Es ist einfach geisteskrank. Big Mom fragt dann noch einmal, ist das Road-Pornoglyph nicht da in der Hauptstadt? Und jetzt kommt schon der erste Hinweis auf den Verrat. Sie fragt nämlich nach dem Road-Pornoglyph ganz mit glänzenden Augen, Big Mom. Und Kaido sagt dann sofort, willst du nicht noch ein bisschen warten? Ist das nicht ein bisschen zu früh, hier deine wahren Absichten zu enthüllen? Er merkt nämlich schon, dass Big Mom auch nur in dem Road-Pornoglyph hinterher ist und so mit ihren Fragen. Und daraufhin sagt Big Mom, hör auf, mich so abzustempeln. Ich sehe dich immer noch als meinen kleinen Bruder. So sagt sie es hier. Und an dem Tag, als Gott Valley, sprich diese Insel, wo die Rocks-Piraten dann gefallen sind, als die zerstört wurde und die Rocks-Piraten auch zerstört wurden, war sie diejenige, die die mystische Zoan vom Typ Fisch, die Fisch-Fisch-Frucht, das ist die Teufelsfrucht, die Kaido hat. Sie war diejenige, die Kaido die Frucht gegeben hat. Und sie sagt dann auch, du wirst mir mein ganzes Leben das schuldig sein einfach. Da frage ich mich nur, warum? Was ist das denn, eine Fischfrucht, Leute? Zu oft wurde jetzt schon einfach das Beispiel von Karpfen, vom Karpador aus Pokémon, der sich zu Garados verwandelt. Garados sieht ja auch so ähnlich aus wie Kaido fast. Was aber auch nur eine Anlehnung ist an eine mystische Kreatur, wo Kaido vielleicht auch dran orientiert ist. Und er kann vielleicht deswegen auch im Wasser vielleicht nicht sterben, weil er einfach unter Wasser auch vielleicht atmen kann durch diese Frucht. Er kann sich vielleicht nicht bewegen, weil er immer noch ein Teufelsfruchtnutzer ist, aber durch diese Fischfrucht kann er vielleicht unter Wasser atmen. Und deswegen ist auch die Erklärung, wenn er sich unbedingt umbringen will, wieso springt er nicht ins Wasser? Weil er da einfach gelebt bis ans Ende der Zeit dann festhängt. So ähnlich wie Jack, als er besiegt wurde von Sunisha. Und dann sagen die auch, okay, diese ganzen Differenzen, lass uns das klären, nachdem wir das One Piece haben. Also die beiden wollen jetzt wirklich an einen Strang ziehen und wirklich alles beiseite legen. Erstmal jeden Verrat und alles. Die sind sich einig. Die wollen erstmal zusammen das One Piece acquiren, steht hier. Also das One Piece erobern. Es ist einfach geisteskrank, Leute. Nächstes Chapter. Ich weiß gar nicht, was passieren soll. Es ist aber einfach nur krank. Wie viele Baustellen, was alles passiert. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ich würde sagen, Sonntag wird es auf jeden Fall streaming-lastig. Wir werden erstmal auf YouTube streamen, über die ganze Geschichte hier reden, über alles, was passieren kann. Und dann rüber zu Twitch und darüber vielleicht auch noch ein bisschen reden, über das ganze One Piece. Das ist echt krass, Leute. Also, was da passiert, ist schon wieder. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.